Claudia Rohrauer und das ist jetzt mein Geständnis. Also, wie ist das jetzt mit dem Pathos? Man bekommt recht häufig den Eindruck, dass der Pathos eher zu vermeiden sei, weil es ja heißt, das sei so pathetisch. Ich sehe das aber folgenderweise. Manchmal kann man einfach nichts gegen den Pathos machen. Das soll heißen, dass es sich hierbei eventuell um eine Veranlagung handeln könnte. Dabei wäre es auch interessant, sich zu fragen, ob es möglich ist, zum Pathos geboren zu sein. Immerhin waren sie während des 18. Jahrhunderts auch pathetisch, aber das ist jetzt schon lange her, also kann man schon sagen, dass das jetzt nicht mehr ganz so aktuell ist. Und irgendwie kann man sich trotzdem fragen, inwiefern es doch aktuell ist. Oder ich bin halt der Meinung, es ist irgendwo aktuell. Oder aktuell kann auch die Frage sein, ob mein Hang zum Pathos dann halt vielleicht anderen zumutbar sein kann, darf oder soll. Kann ich das überhaupt? Ja. Irgendwie stellt sich halt die Frage, ob man durch das Pathetische anderen vielleicht sehr viel abverlangt. Es ist eine große Zumutung. Ja, anscheinend ist es eben sehr schwer zu verdauen, weil sonst würde es auch nicht so exzessiv vermieden werden. Also das ist halt meine These. Ja, wie kommen Künstler eigentlich zu euch? Also kontaktiert ihr Künstler oder ist das einfach nur rein internes Netzwerken? Prinzipiell war das jetzt meistens übers interne Netzwerk, dass jemand jemanden gekannt hat, beziehungsweise jemand einen Künstler von uns gekannt hat und dann den darauf angesprochen hat, dass er gerne dabei wäre. Oder es war jemand bei der Reitschwelle dabei oder bei einer anderen Ausstellung, die wir organisiert haben, und hat uns dann angesprochen, dass er Interesse hätte, was zu machen. Also meistens kommen die Leute auf uns zu und ja, also fragen dann einfach. Okay, das heißt, ihr nehmt wirklich jeden Künstler, außer es ist natürlich, keine Ahnung, irgendein rassistischer Inhalt, denke ich, oder irgendwas. Wir nehmen jetzt eben nicht jeden Künstler, also es gibt schon also Ausschließungsgründe, wie du eben gerade jetzt genannt hast. Prinzipiell sind wir sehr offen, aber es ist schon so, dass die Leute sich bei uns vorstellen und mal ihre Arbeiten präsentieren und wir dann das schon im Vorstand nochmal kurz besprechen. Also neben mir sitzt der Alex von Captain Knife, einer Band aus Wien. Hi Alex. Hallo. Du bist der Leadsänger der Band, oder? Ja, kann man so nennen, ja. Obwohl Sänger ein bisschen weit gegriffen ist wahrscheinlich. Warum? Ich möchte sagen, ich singe auf eine etwas unkonventionelle Art und Weise. Okay, ich habe mir ein paar Sachen im Internet angeguckt, was mir sehr stark an Tom Waits erinnert hat. Ist das legitim? Ja, ist es auf eine gewisse Art und Weise. Tom Waits sind sicher gewisse Wurzeln, genauso wie Nick Cave auch, natürlich. Ja. Habt ihr schon mal was aufgenommen? Aufnehmen war in dem Fall eigentlich so das Erste, was man überhaupt gemacht hat. Also konzipiert ist das Ganze ja mehr oder weniger am Computer geworden, ursprünglich mit MIDI-Instrumentation. Also ein Versuch und erst später ist das dann live verwirklicht worden. Okay, verstehe. Das heißt, es gibt auch schon ein Album von euch? Im Grunde gibt es 13 fertige Songs, ja.
sea. He's a big water match to the sea. Sister, sister, flower, flower, a dog, and the god of sky. Ja, alles klar, dann hätte ich noch eine letzte Frage an die. Und zwar, wenn der österreichische Staat sowas wie der Weihnachtsmann wäre, was würdest du dir von ihm erwarten oder wünschen? Jetzt vielleicht in Bezug auf die Reizschwelle oder den Verein. Wenn der österreichische Staat der Weihnachtsmann wäre? Genau. Ich würde jetzt in Bezug zur Reizschwelle, also ich würde mir vielleicht noch eine vermehrte Kultur, Kunst- und Kulturförderung wünschen. Vielleicht mehr Absicherungen für Künstler, also mehr Künstlersozialversicherung, was in die Richtung, also da mehr Absicherung für junge Künstler. Weil es, ja, das würde ich mir, glaube ich, vom österreichischen Staat auf die Reitschule bezogen wünschen. Ich habe natürlich andere Wünsche, hätte ich schon sicher noch, aber